Hallo Welt, da sind wir wieder hier am Mars Launchpad. Wir wollen nach rauf, aber ich weiß nicht wie. Oh. Da hoch vielleicht. Wow. Nein. Oh nee. Ganz schlecht. Tod auf dem Mars. Ganz knapp können wir da oben rauf springen. Da hoch meine ich. Ah. Vielleicht hier runter? Nee, kommen wir nicht von hier. Und hier ging es nicht weiter. Doch, ich glaube, hier geht's weiter. Ich weiß nicht, sollen wir das Rennen wieder einschalten? Nö, waren wir hier nicht? Nee, wir sind höher jetzt. Gut, wer so weit kommt, den Rest schaffen wir auch noch. Ah, da soll man sich nicht dran festhalten können. Okay. Auf der anderen Seite vielleicht? Hey! Vorsicht! Oh, du... Du jetzt auch noch hier oben? Ja, du hast doch ein Jetpack. Für dich ist das doch leicht. Ah. Ja, also. Geht ja doch. Doch, wie schaffen wir jetzt? Ach, da müssen wir... Nee, das ist nicht. Das ist sehr geschickt gemacht. Wir müssen, glaube ich, darüber. Und dann von oben. Anders geht's, glaube ich, nicht. Von oben irgendwie. Ich glaube nicht, dass... Oh. Ich glaube, von hier aus müssen wir darüber. Aber da waren wir da nicht gerade. Und dann da oben irgendwie hoch. Das sieht so aus. Ja, einschalten oder nicht, das Rennen. Irgendwie habe ich mich mehr ans Rennen gewöhnt. So. Boah, cooles Level-Design. Cooles Level-Design. Echt cooles Level-Design. Da muss man erstmal drauf kommen. Das ist echt schön. Echt spannend. Wow, und hier kriegt man eine richtig fette, epische Schrotflinte. Belohnungen.
Na klar, sind wir jetzt überladen? Nee, ich hoffe nicht. Ein Scharfschützengewehr wäre mir jetzt lieber gewesen, aber alles gut. Boah, ist das geil. Boah, ist das cool, ist das cool, ist das cool. Ja, Sender platziert. Und wir laufen mit zu viel Tragelast herum. Wow, ja, schade. Ich wollte jetzt F5 drücken, als wir da oben waren. Ich wollte ein Bild machen da, wisst ihr? Mal gespannt, wo er uns jetzt rausschmeißt. Hat er gerade Auto gespeichert da oben, als wir fertig waren? Nee. Boah, ist das ein cooles Design. Ja, was heißt ein cooles... Ja, es ist... Ich mag Jump and Run, mag ich jetzt nicht so. Ich kenne das zwar von früher, gab's Gianna Sisters und sowas. Haben wir auch gesuchtet ohne Ende, aber... Aber das hier ist total genial. Echter Hammer. Ja, ich kriege mich gar nicht mehr ein, wie ihr merkt. Ja, ich bin ebenso. Lasst mich. Jetzt in Fotomodus. Ja, dass man die ganze Größe auch irgendwie mit drauf hat. So mal. Runterspringen, Pose. Ja, das Winken passt doch ganz gut. Filter Mercury-Ära, Gemini-Ära, Apollo-Ära, Apollo-Ära 2, staubig, binär, astral. Blut unterlaufen. Dystopisch. Grunge. Bleach Pipers. Verlassen. Sumpf. Schwarz-Weiß. Film Noir. Und Vintage. Vintage. Und Nachtsicht. Negativ. Das
Textur. Ah, das passt doch. Ja, genau. Nichts anderes. Das passt. Das und nichts anderes. Ups, nein. Eben mal für meine Freunde aus Ausflug. Moment, Ausflug auf dem Mars hier am Launch. Cooles Bild. Ja, ich mag das immer noch. Auch wenn wir jetzt wieder runtergehen müssen und es nicht so einen Skyrim-typischen Weg gibt, von da schnell nach unten zu kommen. Hätte ja sein können, dass da oben ein Aufzug ist oder so. Jetzt hätten wir uns weiter umgucken können nach da oben, aber ich habe da jetzt nichts gesehen. Nö, das wollte ich gar nicht. Ach, wir gehen innen im Turm runter. Ist das sich das da? Oh. Oder gibt es hier vielleicht einen Weg? Das ist ein Aufzug. Ja, mit Aufzug wäre das ja kein Ding. Oder vielleicht hätten wir versuchen können, hier hochzuspringen. Hätte bestimmt auch geklappt, so von Sprosse zu Sprosse. Zack, 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 zack. Ja, bis nach ganz oben. Da hat man aber... Das ist aber mal dann... Das ist für Fortgeschrittene. Das ist wahrscheinlich, wenn man die Schwierigkeit erhöht und auf höchster Schwierigkeitsstufe spielt, dann wird man... Vielleicht wird das hier dann alles abgerissen. Dann gibt es hier keine Möglichkeit, hier raufzukommen. Es ruckelt gerade aus mir unbekannten Gründen sehr stark. Ja, keine Ahnung. Deswegen, ich sehe hier gerade gar nicht, was ich hier so mache. Ich kann das ziemlich schwer steuern gerade, weil es so am Ruckeln ist. Ja, manchmal, es gibt ja keinen Grund dafür jetzt, oder? Als die Raumschiffe da gelandet sind, da hätte ich gedacht, oh, das wird ja gleich ruckeln, aber... Ah, da wird jetzt irgendwas anderes berechnet gerade. Vielleicht, weil das Ding da jetzt ist. Der Sensor wird da wieder ein bisschen mehr berechnet jetzt. Boah, das ist aber jetzt gerade heftig am Ruckeln so. Oder klar, wir müssen von oben nach unten rennen und da muss hier dann alles berechnet werden. Das dauert vielleicht, sollten wir so ein bisschen warten erstmal. Ja, nochmal, eine neue Grafikkarte ist absolut keine Option. Und als ich den Titel gekauft habe, war noch nicht bekannt, dass die Grafikanforderungen so hoch sind. Eigentlich schafft meine Grafikkarte das gar nicht. Ich freue mich, dass ich hier überhaupt rumrennen kann schon, weil, ja, ich habe mich die ganze Zeit drauf gefreut. Also hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich entweder den Titel gar nicht gekauft, wahrscheinlich. Ja, warum soll ich einen Titel kaufen, den ich nicht spielen kann, weil meine Grafikkarte das nicht schafft. Oder ich hätte geguckt, dass ich mir eine Grafikkarte kaufe, aber das war eben zum Zeitpunkt des Kaufs noch nicht bekannt. Und ich dachte mir, nun, es wird die, ich weiß, dass die übliche Engine verwendet wird. Na gut, die Nachfolge-Engine. Aber ich war mir so sicher, dass
mein Rechner relativ neu ist und dass der das schafft und dass das Spiel so programmiert wird, dass auch ältere Rechnersysteme das noch schaffen. Ich war mir so sicher. Das sprach überhaupt nichts dagegen. Ich war voll überrascht, als ich gesehen habe, oh, jetzt vor ein paar Tagen, letzte Woche habe ich gesehen, so, oh, da kam das raus, mein Rechner schafft das ja gar nicht. Aber schafft er ja doch. Zum Glück. Ja, man muss eben jetzt ein bisschen manchmal Abschnitte machen. Ruckelt halt manchmal ein bisschen. Aber bis jetzt, toi toi toi, ist das Ganze nicht ein einziges Mal abgestürzt. Gar nichts. Läuft. Es läuft. Es läuft. Ich glaube, hier gibt es auch nichts mehr zu entdecken, groß. Ja, jetzt, wo ich es gesagt habe, ja, jetzt merkt man das mit dem Ruckeln extrem. So hat man das doch die ganze Zeit jetzt gar nicht gemerkt. Aber wir werden auch gleich wieder was anderes machen. Ja, es fällt ja auch nicht so groß auf. Irgendwie, wenn wir mit den Leuten reden, dann stehen wir ja vor ihnen und bewegen uns nicht. Da passiert ja nicht sehr viel. Also ich werde mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen, hier irgendetwas erkunden zu wollen auf dem Mars. Wohl schön wäre es ja schon. Wo wir einmal da sind? Nein, ich habe heute was anderes vor. Ich möchte unbedingt mal diese Kolonie bauen, so einen Außenposten bauen. Mal gucken, wie das läuft. Na, jetzt geht's wieder. Ich denke, das läuft teilweise schon hier unter 20 Frames, aber es geht doch. Gefühlt. Ich habe mir die Videos mal so, ich habe da mal so reingeguckt, auf den Videos scheint es ein bisschen besser zu sein. Aber das hatte ich ja schon oft bei Aufnahmen, dass ich da gesagt habe so, oh Mann, das ruckelt sich einen zurecht. Und dann gucke ich mir die Aufnahme an und da sieht es gar nicht so schlimm aus, wie es sich anfühlt. Aber das kann auch sein, dass es im Auge des Betrachters liegt, ja? Das, ich meine, so, dass, wenn man hier rumläuft, ja klar, dann merke ich, dass die Steuerung nicht so reagiert, wie sie sollte. Und wenn ich zugucke, dann steuere ich ja nicht. Ich gucke ja nur zu. Und dann achte ich eben mehr so auf das Bild vielleicht und dann sage ich, naja, vom Ruckeln her geht's. Ja, verdammt viel Blei auf dem Mars. So, wenn wir mal Blei brauchen. Ich weiß ja nicht, wie viele Außenposten wir errichten können. Ach, du bist auch da. Wohin das alles wohl führt? Ich weiß es nicht. Weißt du das nicht? Lass uns Ausrüstung tauschen. Lässt du mir ein paar Sachen da? Ja, gerne. Die haben wir bekommen hier. Eine schnelle modifizierte Coachman Schrotflinte. Episch. 57 Schaden, 2er Magazin. Und eine 58er Schussrate, Distanz 20, Präzision 41,6%, Masse 3,60, Masse hat es auch, Wert 4455 und Mods sind drauf, 2 von 7. Berserker, je weniger Panzerung, desto höher der Schaden. Schnell, plus 25% gesteigertes Angriffstempo und Laservisier ist drauf und ein Reflexvisier, ja, können wir verkaufen. Was haben wir da oben noch gefunden? Anzüge nicht. Helme? War da ein Helm bei? Nee.
Ah, Moment, bei der Kleidung fällt mir gerade ein, wir könnten ja die tragen wir ja nie. Das könnten wir eigentlich auch mal auf eine Schnellauswahltaste legen hier, das Outfit. Damit wir das auch mal benutzen. Nein, nicht doch. Okay, ja. Gib das mal gleich wieder her. Wo ist das? Das war das, ja. Ich glaube, das war die Ausrüstung, ja. Space Trucker. B ist ausrüsten. So. Ja, dann können wir das nicht gleich mal auf unsere Favoriten legen, weil unsere Sarah, wenn wir unserer Sarah was geben, ist die Tastaturbelegung irgendwie anders. Das muss man ja auch erstmal wissen. Ja, so geht's. Wir können auf jeden Fall wieder rennen. Tschüss. Tschüss. Nein. Nein, das auch nicht. Ah, ja, okay. Das hier wollte ich B zum Favoriten machen. Und so auf eine Taste, an die wir sowieso so nicht so einfach rankommen. Minus. Oder ja. Bin ich mal gespannt. Ob wir. Ist gemerkt. Mal sehen, ob das wirklich. Davon will ich gerne ein Bild haben. Ob das wirklich dann benutzt wird. So. Wir sind am Ende der Folge. Wir haben den Sensor platziert. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ja, in dieser Folge haben wir. Wo sind wir denn dabei? Hier. Das verpasste Kopfgeld gemacht. Wir haben den Sensor platziert. Auf den Turm des alten Mars Launchpads. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.